Ja, schönen guten Tag. Ich würde Sie in meinem Vortrag gern dafür überzeugen, dass die enormen Fortschritte, die jetzt in der künstlichen Intelligenzforschung zu beobachten sind, auch zur Ausbildung einer neuen Ästhetikdisziplin führen, die ich KI-Ästhetik nennen würde. Es gibt eine Reihe von Spezialästhetiken wie die empirische Ästhetik, die analytische Ästhetik, die evolutionäre Ästhetik und zuletzt eben auch die Neuroästhetik. Und diese Ästhetiken beruhen alle auf einer besonderen wissenschaftlichen Methode, sodass man dann versuchen kann, neue Antworten auf altbekannte Fragen aus der philosophischen Ästhetik zu finden oder eben präzisere. Bei der KI-Ästhetik verhält es sich aber etwas anders, denn hier gibt es auch so etwas wie die technische Produzierbarkeit von ästhetischen Phänomenen. Also ich würde noch gar nicht von Kunstwerken sprechen. Und das verändert ganz praktisch aber auch unser Verständnis von Kunst, von Ästhetik und so weiter. Den Begriff der KI-Ästhetik würde ich über zwei Aspekte einführen, nämlich einmal über die Verfahren, über die Experimente, über die Anwendungen in Kunst, Mode, Design, Populärmusik und Kunstmusik und zum anderen eben auch über die Interpretation, also über die Reflexion von KI-ästhetischen Phänomenen, also in ihrer Bedeutung auch für die Kunstphilosophie. Und das heißt, dass ich von Anfang an diesem Dilemma, das hier schon diskutiert wurde, ausweichen würde. Ich würde also sowohl die ästhetischen, die KI-ästhetischen Phänomene als auch die Reflexion über sie in den Begriff der KI-Ästhetik hineinnehmen. Und damit habe ich bereits mein kurzes Zwei-Punkte-Programm meines Vortrages formuliert. Nämlich, ich werde zunächst auf den technologischen Aspekt und die Beispiele und dann eben auf die Konsequenzen eingehen. Zunächst aber noch eine kurze Vorbemerkung über den Theoriekontext dieses Begriffs. Ich habe ihn eingeführt in dieses Buch Ästhetische Erfahrung von 2016, und zwar in dem Kapitel Ästhetische Erfahrung und KI-Ästhetik. Und als ich mir das überlegt hatte, konnte man den Begriff KI-Ästhetik nicht googeln und auch nicht den englischen Begriff AI-Aesthetics. Also ich habe das getestet und dieses Kapitel ist Teil einer Diskursanalyse der ästhetischen Erfahrung. Und diese Theorien der ästhetischen Erfahrung waren im Prinzip die letzten 50 Jahre hierzulande dominant. Und ich beginne mit einem allgemeinen Diskursmodell, das von der Beobachtung ausgeht, dass Diskurse entstehen, aber auch wieder vergehen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Konstitutionsphase, eine Phase der Ausdifferenzierung und eine Reflexionsphase. Und die KI-Ästhetik spielt in der Reflexionsphase eine Rolle, weil sie im Prinzip ein disruptives Element auch in Bezug auf diesen Diskurs darstellt. Ganz kurz zu diesen drei Phasen. Zunächst einmal konstituiert ein Diskurs seine Grenzen, indem er pauschal Vorgängerdiskurse zurückweist. Und das haben vor allen Dingen Rüdiger Bubner und Hans-Hubert Jauss getan, die nämlich Adorno und Heidegger und Gadamers Ästhetiken als Wahrheitsästhetiken typisiert haben. Und sie haben sie gleichzeitig damit aber auch kritisiert, denn sie sagten, damit wird das führt zu einer Fremdbestimmung, zu einer Heteronomie der ästhetischen Erfahrung durch philosophische Theorie. Und der Ausweg war eine Rückbesinnung auf Kant. Denn nur bei Kant wäre in einer vorbildlichen Weise die Autonomie der ästhetischen Erfahrung gewahrt. Und das war also der Startpunkt für einen Ästhetikdiskurs, der sich jetzt fast ein halbes Jahrhundert erstreckt hat. Innerhalb dieses einmal aufgespannten Spielraums können sich jetzt verschiedene Positionen ausbilden. Und wichtig sind hier insbesondere die Theorien von Christoph Menke und Martin Seel. Martin Seel hat einen affirmativen Begriff der ästhetischen Erfahrung eingeführt, Christoph Menke einen negativistischen, und innerhalb dieses Spielraums kann man dann auch noch, oder das habe ich jedenfalls getan, Positionen von Albrecht Wellmer oder von Juliane Rebentisch mit einzeichnen. Wie nicht anders zu erwarten, erschöpfen sich die Diskurse an einem bestimmten Punkt auch einmal, und das ist immer ein Zeichen davon, dass sich keine neuen Beiträge oder zumindest keine genuin neuen Beiträge mehr innerhalb dieses argumentativen Rahmens, der aufgespannt war und der unhinterfragt vorausgesetzt wird, mehr generieren lassen. Und es treten unlösbare Probleme auf. Besonders in Bezug mit der Konzeptkunst haben diese Theorien der ästhetischen Erfahrung
Probleme. Und Martin Seel interpretiert also zum Beispiel die anästhetische Konzeptkunst, die im Selbstverständnis von Kossuth und Solevit als anästhetisch selbst beschrieben wird, als ein ästhetisches Phänomen. Und das ist zumindest kontraintuitiv. Georg Bertram hat dann das ganze Autonomieparadigma kritisiert. Das ist also ein Punkt, wo der Diskurs die Bedingung seiner Möglichkeit wieder außer Kraft setzt, also die Grenzen überschreitet und die konstitutiven Argumente dekonstruiert. Ich glaube aber, die Kritik am Autonomieparadigma greift zu kurz. Letztendlich liegt das Problem tiefer. Es berührt nämlich den ganzen Bezug zur Kantschen Ästhetik. Wenn man einen Begriff der ästhetischen Erfahrung in Rückbezug auf Kant einführt, dann führt man ihn in Abgrenzung ein, nämlich in Abgrenzung von einer theoretischen und von einer praktischen Vernunft. Und an diesem Punkt glaube ich, dass die KI-Ästhetik die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenken kann, nämlich auf einen alternativen und inhaltlichen Begriff von ästhetischer Erfahrung. Und den Begriff von ästhetischer Erfahrung, den ich Ihnen vorstellen würde, basiert auf Lerntheorien und die KI-Systeme, die jetzt besonders prominent sind, die arbeiten mit Deep Learning. Also das ist die Verknüpfung zwischen dieser Diskursanalyse und der KI-Ästhetik. Der Aspekt, der nämlich bislang immer ausgeblendet wurde in den Theorien der ästhetischen Erfahrung, ist, dass man aus Erfahrung lernen kann. Also eigentlich muss man mit vielen Beispielen vertraut sein, um einen Geschmack auszubilden und um sein ästhetisches Urteil zu schärfen. Und es gibt aber, dieser Aspekt fällt aber raus im Kantschen Paradigma. Und ich glaube auch nicht, dass es Möglichkeiten gibt, die theoretischen Möglichkeiten gibt, ihn zu artikulieren. So, ich komme auf diesen Punkt eines lernbasierten Begriffs der ästhetischen Erfahrung später zurück. Jetzt zunächst zu den Beispielen der KI-Ästhetik. Diese Beispiele stammen alle aus den letzten 3 Jahren. Das ist also eine sehr neue Entwicklung, die sich da beobachten lässt. Ich beziehe mich in meinem Kapitel zur KI-Ästhetik und zur ästhetischen Erfahrung auf diesen Aufsatz, A Neural Algorithm of Artistic Style von 2015. Und da findet man auch diese 3 Abbildungen. Der Aufsatz beschreibt künstliche neuronale Netzwerke, die in der Lage sind, jeden beliebigen künstlerischen Stil der Malerei zu imitieren und zu erlernen. Und in einem ersten Schritt trainiert man diese Netzwerke, zum Beispiel in einem Van Gogh-Stil oder anhand dieses Bildes von Van Gogh. In einem zweiten Schritt kann man sich dann ein beliebiges anderes Motiv heraussuchen und in einem dritten Schritt es dann umrechnen in einen Van Gogh-Stil. Und die erstaunliche Tatsache ist, dass es hier tatsächlich zu einer Trennung von Inhalt und Form oder von Inhalt und Stil kommt. Das ist überhaupt nicht klar, dass das Maschinen überhaupt leisten können, und das ist wirklich überraschend. Um zur Anschaulichkeit alles nochmal im Großformat, also das ist Vincent van Gogh Sternennacht, das war das entsprechende Motiv, die Neckarfront in Tübingen, und das ist jetzt das Resultat, also die Neckarfront in Tübingen im Van Gogh-Stil. Diese neuronalen Netzwerke, die lassen sich perfektionieren. Aber man sieht, dass diese ersten Versuche noch Schwächen aufweisen. Das sieht man insbesondere an diesem gelben Mond über Tübingen, der nämlich an genau derselben Stelle aufscheint wie im Gemälde von Van Gogh. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Trennung von Inhalt und Form eben in der Algorithmus noch nicht beherrscht hat. Doch diese Algorithmen lassen sich, wie gesagt, verbessern. Ich springe jetzt noch mal kurz um, damit Sie den Unterschied sehen zwischen Van Goghs Bild und dieser ersten Version. Ich habe später dann eine zweite Version gefunden, die schon viel besser ist und die viel eindrucksvoller ist und wo eben auch dieser Mond nicht mehr erscheint. Auf derselben Website, wo man diese zweite Version finden kann, findet man die Möglichkeit, dass man selbst seine eigenen Bilder mit Hilfe dieser Technik generieren kann. Also zum Beispiel eben ein Trump im Mauerstil. Diese Technik lässt sich natürlich nicht nur auf Gemälde anwenden, sondern auch auf bewegte Bilder. Sie sehen hier einen kurzen Ausschnitt.
einen ersten Versuch. Und natürlich ist die Musik auch prädestiniert für künstliche Intelligenz. Sie sehen hier den amerikanischen Komponisten David Cope. Cope hat seit über 30 Jahren Computerprogramme wie EMI entwickelt. Und EMI ist eine Abkürzung für Experiments in Musical Intelligence. Und diese Computerprogramme können auch selbstständig komponieren. Und zur Überraschung vieler Experten vermochte EMI eben bereits in den 1990er Jahren Werke im Stil von Bach, Mozart und Beethoven zu komponieren, die zumindest im Blindtest auch von Experten nicht erkannt wurden, also die auch Experten täuschen konnten. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel, das mir sehr gut gefällt, auch vorspielen. Wenn Sie sich dafür interessieren, also für virtuelle Musik, da gibt es ein entsprechendes Kapitel über David Cope in meinem Buch Die digitale Revolution der Musik. Cope ist in dem Moment erfolgreich geworden, die ersten Versuche sind nicht so beeindruckend gewesen, als er von regelbasierten Programmen auf datenbankbasierte Programme umgestellt hat. Das hatte aber einen großen Nachteil, er musste diese Datenbank nämlich per Hand präparieren. Das heißt, er musste zum Beispiel die Bach-Choräle in einzelne Schlagelemente zerlegen und dann war der Algorithmus in der Lage, mit diesen Schlagelementen neue Bach-Choräle zu komponieren. Und heute wird diese Aufgabe von Maschinen erledigt, nämlich von Deep Learning Systemen. Und ein solches System ist DeepBach, und mit Hilfe von dem man eben jetzt auch Bach-Choräle komponieren kann und das Bach-Choräle komponiert und das System ist sehr flexibel, man kann ihm eine Melodie vorgeben und es komponiert über diese Melodie dann den entsprechenden Bach-Choral. Ich komme zum philosophischen Aspekt meines Vortrags oder der KI-Ästhetik und zu der Frage, welche Konsequenzen sich aus diesen KI-Ästhetik-Experimenten und Anwendungen für die Theorie und für die Praxis von Kunst und Ästhetik, für Kunst, Musik, Ästhetik und Kunstphilosophie ergeben oder ablesen lassen. Dazu muss ich aber ganz kurz ein paar Worte über die Funktionsweise dieser Deep Learning-Systeme verlieren. Sie sehen hier eine schematische Darstellung der tiefen neuronalen Netzwerke und das ist nur ein anderes Wort für Deep Learning oder man könnte es ins Deutsche mit Tiefenlernsysteme übersetzen. Sie bestehen aus künstlichen Neuronen, sind also den biologischen neuronalen Netzen nachempfunden und den Verbindungen zwischen diesen Neuronen. Und sie weisen mehrere Neuronenschichten aus. Es gibt eine Eingabeschicht, eine Ausgabeschicht und die sogenannten verborgenen Schichten dazwischen. Und man spricht von Deep Learning, weil man eben mehrere Schichten aneinanderreihen kann. Und wenn das sehr viele Schichten sind, dann gewinnt der Lernprozess an Tiefe. Dann geht er in die Tiefe. Entscheidend ist, dass man diese neuronale Netzwerke trainieren kann. Zum Beispiel kann man sie trainieren zur Gesichtserkennung, für Gesichtserkennung. Also stellen Sie sich vor, Sie haben die Aufgabe, 1000 Gesichter zu erkennen. Dann haben Sie 1000 Fotografien von verschiedenen Personen plus, sagen wir, 20, 30 Varianten dieser Fotografien von jeder Person, weil ja das System ein Gesicht bei verschiedenem Lichteinfall und aus verschiedenem Abstand und aus verschiedenen Winkeln
erkennen muss. So, jetzt geben Sie das erste Bild in Pixelform an diese Eingabeschicht und schauen, ob an der Ausgabeschicht jetzt eine Information ankommt, mit Hilfe von der man den Namen dem Gesicht zuordnen kann. Das passiert natürlich erstmal nicht. Aber was man jetzt machen kann, ist, dass man die Neuronen verschieden gewichtet. Und das heißt nichts anderes, dass man die Stärke, mit der die Neuronen einen Impuls an andere Neuronen weiterleiten, verändern kann. Also schwächer machen kann oder stärker machen kann. Und das Erstaunliche ist, dass diese neuronalen Netzwerke plötzlich anfangen zu lernen, genau ein Gesicht mit einem bestimmten Namen zu verknüpfen. Das heißt, diese neuronalen Netzwerke lernen aus verschiedenen Beispielen, aus Trial and Error, und sie machen in dem Sinne eigentlich eine Erfahrung. Und genau diesen Ansatz habe ich verfolgt in meinem Buch Gehaltsästhetik, eine Kunstphilosophie. Das ist ein komplementäres Buch zur ästhetischen Erfahrung, was ich Ihnen vorher gezeigt hatte. Und Sie sehen hier, dass ich zunächst einen Begriff der praktischen Erfahrung einführe und danach einen Begriff der ästhetischen Erfahrung. Und die Idee ist eben, dass ich einen lernbasierten Begriff von Erfahrung einführe und der also kompatibel ist mit den neuronalen Netzen. Und der Begriff von Erfahrung, den ich hier vorschlage, ist, dass eine Erfahrung zu machen immer heißt, dass man über eine erinnerte Wertung verfügt oder dass man Wertungen erinnert. Und man wird erfahren, wenn man viele Wertungen in einem spezifischen Erfahrungsfeld erinnern kann und aus Erfolg und Misserfolg daraus gelernt hat. Das ist ein allgemeines Modell für Erfahrung, das sowohl für Menschen, für Tiere, als auch für Maschinen anwendbar ist. Denn auch Tiere können ja lernen, das wusste schon, und können Erfahrungen machen, das wusste schon Aristoteles. Auf der Grundlage dieses allgemeinen Begriffs von, dieses lernbasierten Begriffs von Erfahrung, entwickle ich dann auch den entsprechenden Begriff von ästhetischer Erfahrung. Das muss ich jetzt aus Zeitgründen überspringen. Und ich möchte aber abschließend noch stenografisch vier Thesen zur KI-Ästhetik vortragen. Die erste These lautet, Stile lassen sich durch künstliche Intelligenz perfekt reproduzieren. Und das liegt daran, und diese These kann ich mir getrauen, weil neuronale Netze sich technisch immer mehr leistungsfähiger machen lassen, einfach dadurch, dass die Rechenleistung von Computern steigt. Wenn die Rechenleistung von Computern steigt, ist es möglich, dass man in diese neuronalen Netze neue Schichten, mehrere Schichten einfügt, was aber natürlich exponentiell die Rechenoperation erhöht und vergrößert. Deswegen braucht man so viel Rechenleistung für diese neuronalen Netzwerke. Und der zweite Effekt ist, also man kann sagen, dass man, wenn die Rechenleistung steigt, dass man natürlich dann auch mehr Trainingsdaten verwenden kann. These 2. Neue Stile lassen sich nur mit semantischen Zusatzinformationen generieren. Das heißt, das ist eher eine skeptische These in Bezug auf KI-Ästhetik. Man braucht immer zusätzliche semantische Informationen, also Konzepte oder Ideen, damit man einen bestimmten Stil oder einen neuen Ismus kreieren kann. Und da kann man sich einfach auch an die Kunstgeschichte erinnern. Dem Pointillismus lag ein Konzept zugrunde, wie dem Pupismus und dem Expressionismus auch. Der Pointillismus hat sich zum Beispiel von den Theorien der Wahrnehmungspsychologie, insbesondere von den Ideen zur additiven Farbwahrnehmung, anregen lassen. Zudem, bei diesem Beispiel muss man auch wissen, dass es sich hier um den Präsidenten der USA handelt, der eine Mauer bauen möchte. Wenn man das nicht weiß, hat dieses Bild keinen großen Witz oder entfaltet nicht seinen Witz. Es ist aber wichtig, was ich noch bemerken möchte an diesem Bild, das ist nicht kein wirklich reiner ästhetischer Stil, denn die Mauer selbst hat ja eine semantische Bedeutung. Und das heißt, diese Stilvorlage erlaubt keine wirkliche Trennung von Stil und Sujet. Und diese Bemerkung ist wichtig, da die künstliche Intelligenz im Prinzip
unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet, alles mit allem stilistisch zu kombinieren. Also man kann sich dann eben, man kann auch einen Sonnenblumenstil entwickeln oder einen Hundeköpfestil, wo dann die Sonnenblumen und die Hundeköpfe in den Bildern an jedem Ort in verschiedenen Größen auftauchen. Das hat Google bereits vorgeführt. These 3. Die besten Werke transzendieren ihren Stil. Zu einem guten Kunstwerk gehört auch eine gute Idee und ein gutes Konzept. Einen Stil zu imitieren ist noch keine große Kunst. Und das lässt sich sehr schön an diesem wunderbaren kubistischen Gemälde von George Braque, Violine und Krug, erläutern. Diese Arbeit gewinnt nämlich ihre besondere Qualität an einem winzigen Detail, nämlich an diesem Nagel und an dieser Buchecke, die hier aus dem Bildgrund herausragen. Damit reflektiert dieses kubistische Bild sein eigenes Bildkonzept, nämlich im Kontrast zum Bildkonzept der Tradition, von dem man sich absetzt. These 4 und letzte These: In ästhetischen Erfahrungen manifestiert sich ein Erfahrungswissen. Das heißt, ästhetische Erfahrung kann man eben nicht nur rein psychologisch als Erlebnisse begreifen, sondern man hat auch etwas gelernt, wenn man eine ästhetische Erfahrung gemacht hat. Und ich gehe davon aus, dass ich infolge der KI-Ästhetik auch ein anderer Grundbegriff von ästhetischer Erfahrung ausbilden wird, ein anderer Grundbegriff, als er im Diskurs der ästhetischen Erfahrung bislang dominant war. Ich gehe davon aus, dass es zu einer Umstellung von einem rein erlebnisbasierten Erfahrungsbegriff eben auch zu einem lernbasierten Erfahrungsbegriff kommt, der allerdings das ästhetische Erleben nicht ausschließt, sondern einschließt. Ich setze da auch ein Stück weit auf die Normativität der Fakten, denn die KI-Ästhetik wird all unsere Lebensbereiche durchdringen. Künstler und Komponisten werden diese Technik einsetzen, Empfehlungssysteme analysieren und lernen aus unseren Kaufentscheidungen, welchen Geschmack wir haben. Sie konstruieren also unsere Geschmackprofile. Und insofern denke ich eben, dass so ein lernbasierter Begriff der ästhetischen Erfahrung sich langsam auch durchsetzt und immer evidenter wird. Und schließlich, aber das wird natürlich erst ganz zuletzt passieren, wird auch der Diskurs der philosophischen Ästhetik möglicherweise wahrnehmen, dass so ein lernbasierter Begriff der ästhetischen Erfahrung gewissermaßen größere Anschlussqualitäten in der Kultur hat. Vielen Dank. Romantiker fühlen sich im Herzen getroffen. Wir müssen trotzdem ganz kurz versuchen, das knapp zu halten. Wir haben 5, 6 Meldungen.